Tremiolok, werte Zockergemeinde, und willkommen zum vierten Video von X4. Ich habe jetzt das Schiffchen hier ausgestattet, leider nicht ganz so voll, wie ich es wollte, denn es gab so einen kleinen Hänger, und habe mich in Position gebracht. Wir sehen hier hinten, da und da, zwei Schiffe des Typs Drache. Hier haben wir zwei Chimären. Hier hinten ist noch ein Drache, den muss ich ein bisschen reinzwingen, indem ich rückwärts geflogen bin. Und dann haben wir hier noch 8 Stück. Auf den beiden hier, diese beiden Landepads, da wollten noch zwei drauf, aber die haben versucht, von hier unten ranzukommen und das hat nicht so ganz funktioniert. Deswegen habe ich die beiden Schiffe direkt gesprengt und hab die sein lassen. Gut. Dann wollen wir doch mal sehen. Fliegen wir mal in ein Kampfgebiet. Ich gehe hier durch das Tor. Hier übrigens mal eine Station. Eine Verteidigungsstation. Die haben die Xenon wohl schon platt geschossen. Okay, jetzt hier rüber. So. Es wird instant geschossen. Guckt euch mal das Feuerwerk an. Von drin sieht es auch nicht schlecht aus. Mal gucken, wie das von hier aus aussieht. Booms! Okay, gehen wir mal Stoff hier. So. Die haben von meinen Verbündeten die Station platt gemacht. Dann werde ich jetzt ihre Werft platt machen. Zumindest hier die große. Die kleine, die können sie erstmal noch behalten. Da soll ich eher dran vorbei. Oha! Wie viele Tote! Also ja, das sind ja eh nur Maschinen, also. Obwohl, soll ich eher das hier zum Ziel nehmen? Die Verteidigungsstation? Ja, ich glaube, ich nehme lieber die Verteidigungsstation als Ziel. Ha! Ja, ich habe das Springen rausgenommen. Damit das hier mal normal vonstatten geht. So, das gucken, damit der Winkel auch stimmt. Noch weiter hoch. Jetzt sieht das doch gut aus. Dürfte weit genug weg sein, damit die Werft nichts abkriegt. Gehen wir mal in den Reisemodus. Das dauert viel zu lange. Und? Und? Jetzt.
Na du da unten, komm mir nicht zu nah, sonst bist du Matsch. Ja, meine großen Geschütze können bei der Geschwindigkeit wohl nicht treffen. So, wie schnell sind wir? 1700. Zweitausend schon. Okay. Na dann. Und den hier wieder entfernen. Okay, ist schon aktiv. Dann. Unter Gegensteuerung. SAP gelandet rausnehmen. Müssen die jetzt eigentlich starten hier? Hallo? Startet ihr? Hallo, hier solltet ihr starten, Leute. Nur, was habt ihr denn hier für ein Problem? Muss ich euch jetzt echt manuell einzeln starten oder was? Aha. So. Ich glaube, das war jetzt auf Angriff gesetzt sind. Damit habe ich halt noch nie gearbeitet. Dann versuchen wir mal was anderes. Funktioniert es jetzt? Hey Mann! Ah. Ist das blöd, wenn es nicht funktioniert, wie es soll. Eigentlich sollten die jetzt allesamt starten. Aber gut, es ist ein gemoddetes Schiff, das hat nun mal so seine Problemchen. Mal gucken, was passiert, sobald wir beschossen werden. Schlimmstenfalls kann ich hier immer noch Flotte mein Ziel angreifen machen. Die Station wird schon attackiert. Das war der erste Treffer von der Station, glaube ich. Nö, ich bin noch zu weit. Okay, die Turrets von meinen Drachen, die schießen. Zieht euch das rein. Da, sie schießen. Ah, jetzt sieht's aus, als würden sie abheben.
Sehr gut. Da kommt Jäger vorne raus. Na bitte geht doch. Jetzt bin ich außerhalb der Kleingeschützenreichweite. Ja, nee, ist klar, dass du Schäden kassierst. Deine coole Brille irgendwie. Sieht doch gut aus, oder? Nee, gehen wir mal auf 6 ran. Oder so. Stoppen hier. Warum fliegst du so weit weg? Bist du irgendwie ein bisschen bescheuert? Ach, jetzt. Was zum Henker? Also irgendwie sind die ein bisschen sehr bescheuert. Hallo, bist du das Umdrehen? Jetzt haut der ab? What the fuck? Der nächste, der abhaut. Ey, was soll der Scheiß? Ah, nö, doch nicht. Er dreht bei. Mal im Ernst, die Piloten sind scheiße. So. Einmal den hier. Ja, ich gucke nur zu, das fliege ich jetzt nicht selbst. Schießt du auch mal? Jetzt. Badabup! Zip, zip.
Wow, okay, wir sind da dran vorbeigeflitzt. Sind denn das Drohnen, die irgendwie nicht getroffen werden? Alles so ein fucking Kreuzfeuer und die treffen dich? Warum schießt du eigentlich nicht mehr? Ah je. Ah, jetzt. Jetzt werden sie zermäht. Was schießt du da unten? Und jetzt kann ich eigentlich... Vielleicht funktioniert das wenigstens. Scheint irgendwie nicht so. Ja, den Fehler mache ich ja andauernd, dass ich hoch oder runter verdrehe, weil das hier verkehrt herum ist. Also Pfeiltaste nach oben, schwenkt er nach unten, Pfeiltaste nach unten, schwenkt er nach oben. Und in so einer Außenansicht steuere ich nicht mit der Maus. Oh! Der dritte Drache ist gar nie raus. Ha! Was ein faules Ass. Oh, hallo, wo bleibt's denn hier? Hey, je. Wo bist du? Flotte around. Gebe ich denen halt manuelle Befehle. Verdammt, dann nimmt ihr das nützt ja so Flotte raus. Naja. Also eigentlich funktioniert das wirklich, indem man... Hier bei Information, da Ausrüstung, die man denen hier sagt, gelandet, Leute. Dann sollten sie eigentlich alle zurückkommen. Aber irgendwie scheint das nicht so ganz zu funktionieren. Stattdessen prügeln sie sich jetzt hier unten rum und gehen kaputt. Ja gut. So funktioniert es mit dem Kämpfen, wenn es denn funktioniert. Aber immer bedenken, die Auron ist ein Modschiff. Das heißt, es kann sich da irgendwie auch beißen. Dann verabschiede ich mich von diesem Video. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Bis denn. Und möglich macht mir das sein.